Nicht so wie das beim letzten Mal ist mit dem ersten Rennen, wo man die Container da hochfahren muss. Oh ja. Oh, okay, es ist ein bisschen Platz auf dem scheiß Container hier. Oh, Fünf start schon mal Container. vorne, das ist gut. Alter. Das ist nicht gut. Wir segeln runter als Erste, wenn die uns jetzt schubsen. Ich bin genau in der Mitte. Das ist sehr gut. Oh, Kacke. Hey. Nein, ist nicht, ist nicht. Warum Boah. segelt ihr alle runter? Ja, und jetzt? Ihr müsst oben drauf bleiben. So. Hä, wie denn? Nee, geht doch gar nicht. Da unten sind die Checkpoints. Ja, ihr müsst ja nicht die Checkpoints fahren. Also. Weil ich bin jetzt oben noch. So, ich auch. Ach so. Wer ist das denn hier noch bei mir? Ich. Ah, okay. Oh, da ist jetzt noch einer gekommen. Alter, ich fahr einfach durch ihn durch. Was ist das? Ja, er hat gerade, weil du gerade noch angekommen bist. Warte, warte. Toll! Ich fahr durch ihn durch. Ja, weil ihr gerade angekommen seid. Hallo, ihr blinkt bei uns. Jetzt kannst du, jetzt bist du getroffen. Guck. Oh. Oh nein, oh Verbesser, nein! Nein! Oh Scheiße. Aber wieso bin ich Position 6 von 8? Ich bin 5 von 8. Ihr müsst mal Dreieck drücken, dann kommt ihr. Nein. Ich falle. Und ich falle. Und im Fallen drücke ich Dreieck, um wieder oben zu starten. Oh, verdammt! Ja, das habe ich jetzt natürlich auch verrafft. Ich Oh! dachte. Wow! Scheiße! Wow. Ja, wir können es ja nochmal starten. Ja. Und Oh tschüss. oh. Oh Gott! Tschüss, Jan. Da Oh fährt nein! eigentlich jemand mit rum. Nein! Tschüss, Jan! Und tschüss. Wer ist das hier? Ah, ja, nicht. Oh, ja. Nein. Und tschüss. Nein. Und tschüss. Scheiße. Wo sind jetzt die anderen? Oh, was ist das denn? Ah, ich hab geblinkt. Nein. Weg ist er! Ich bin als einziger oben. Nicht lang, aber. Und tschüss, Jan. Ah, ne, das bist ja gleich du, verdammt. Nein! Scheiße. Yeah. Seid ihr eigentlich unten angekommen und fahrt jetzt das Rennen weiter oder was? Ja, ich hab das voll verrafft, dass wir so ein Destruction Derby machen. Nein. Alter, wer schiebt da? Das ist ja voll gemein. Ich glaub, hier kann man auch nie das. Oh nein! Wieso hat der das überlebt? Wie man unten angekommen ist? Wenn du auf den Reifen landest, kannst du es, glaube ich, überleben. Ja. Was ist denn das für eine Verarschung? Alter. Jan fällt akkurat sofort runter. Ich wollte was machen. Und tschüss. Ja. Ich habe nämlich wieder nein, 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 nein. Ein Wort. Oh, ja, nein. Oh, ich bin wieder oben auf dem Hochhaus gelandet. Oh Gott. Und tschüss. Geh halt weg. Nein! Okay, es müssen jetzt mal vier bewenden, damit die anderen nicht zugucken müssen. Doch, ich gucke gerne zu. Also, nein! Ich versuche zu springen. Ich dachte, ich habe schon aufgehört zu blinken. Mal. Okay, ich fliege gerade. Ich lande auf den Reifen sicher und ich explodiere nicht. Ha! Boah. Oh. Wir müssen einfach mal jetzt hier, ne? Wir müssen es mal beenden dann. Oh, das waren hier auch noch 19 Runden, ey. 19 Checkpoints.
Das ist aber eigentlich ganz lustig, das Rennen. Ich fand das ganz cool. Den ganzen. Weil die Fläche müsste noch größer sein dafür dann. Ich bin auf dem Hochhaus gelandet. Ernsthaft? Ja. Irgendwer ist noch auf. Ich glaube, Luke ist auch auf dem Hochhaus gelandet. Auf dem Hochhaus ist ein. Das ist ein Ziel. Das ist ein. Ah. Wow, was ist denn jetzt los? Nein! Oh, scheiße. Im letzten Moment. Oh, was ist das denn? Ja. Ich hab gewonnen, ich bin alleine oben. Ich hab Videobeweis. Weil die anderen, glaube ich, das Rennen gerade fahren. Das ist eigentlich schlimm, alles gut. Wir sind ja. Oh fuck. Wie lange muss man denn fahren, ey? Sehr lange. Ich glaube, wir waren bei 11. Oh, Stefan, stehen die Container hier. Hä? Du musst da über die Rampe fahren. Welche Rampe? Ich hab keine gesehen. Du bist gerade vorbeigefahren, du musst zurück. Wie jetzt? Muss ich auf das Haus drauf? Ne, warte mal, hier ist der Checkpoint. Ne, der Checkpoint ist hier. Achso. Ja, aber du hättest auch über die Rampe. Ja, egal. Ja, ich hab keine Rampe gesehen. Ach, die Rampe. Warum ist der Checkpoint im. In den Wolken? Also der Startpunkt? Ja, aber das the Level halt ist, das heißt irgendwie The Drop oder so. The Drop? Ja, toll, hast ja gar nicht gemacht, weiter zu fahren, scheiße. Nie beendet. Bam bam. Nochmal, und dann mal oben. Wenn ihr runterfällt, Dreieck halten, ja. Dann kommt ihr wieder nach oben, dann kam diesen Stress. Ich glaube, wenn wir ich hab's nur verballert, ich dachte, wir machen irgendwie das. Nochmal. Ja, aber dann haben wir doch ein. Unendliches Spiel. Ja, weil... und irgendwann sagen wir halt mal, fahr halt runter. Ist doch lustig, wenn man sich da oben halten kann, ist doch cool. Ja, ich hab dich runtergeworfen. Das gefällt. Gefällt gut. Gut. Jan will del Perro hier. Last one standing. Kannst du gerne machen, Jan. Tschüss. Ja, ich gehe auch bald. Oh. Ja, komm, noch eine halbe Stunde, die kannst du doch genießen. Ich stelle mal kurz alles ein. Moment. Also mit dir kann ich die nicht genießen. Danke. Oh, Third Person mache ich. Nein, machen wir nicht. Oder doch, ich mache Third Person. Also gestern, also das Schlimmste wie gestern geht gar nicht mehr. Doch, Ego, jetzt. Ich habe Ego-Perspektive angemacht. Ich hab ja, aber in was? Hab ich Third-Person gelesen. Was? Ja, das, was wir gleich gerade gemacht haben, der Airdrop. Das in der Ego-Perspektive, spinnst du? Okay, aber trotzdem ist. Das Schlimmste war eigentlich. Das Licht damit. War gestern mit den. Mit den Bikes da. Das war so geil. Na toll, ich stehe vorne, ist ja ganz toll. Da stand gerade einer quer bei mir. Lukas, gut, auch. Der steht in der Mitte, ey. Ja, auf dem Scheiße. Ego-Perspektive. Man kann ja gar nicht nach hinten gucken. Oh mein Gott, oh, ja, sieht toll. So scheiße aus. Ich falle. Die Autos regnen. Das ist aber voll geil, die Ego-Perspektive im Auto da runter zu fliegen. Wer ist das hier? Oh nein! Ich hab fast. Irgendwie ich fall schon runter. Scheiße! Fall und tschüss! Oh nein! Alter! Ich seh nichts, verdammt. Boah, da wird einem schlecht, ey, wenn man das sieht. Per Zufall bin ich sogar richtig gelandet, ne? Sag mal, halt mal Dreieck, dann kommst du wieder nach oben. Ja, ich weiß. Achso, ich sag ja nur. Ey, was ist hier los? Nein! Ah! Flieg! Oh, nein! Okay, ich flieg jetzt mit der Front nach unten gen Himmel, nein, gen Erde. Ich mache einen Flug jetzt. Boah, ist das. Das ist voll eklig. Blinken. Oh!
Ey, ich bin richtig gelandet. Was ist da los? Oh, oh. Oh. Oh, ich hab Angst. Also, ja, nein. Im Weiß. Schuh. Ich hab gut gefahren. Nein, ich bin durch dich durchgefahren. Oh. Und tschüss. Oh, nein. Komm. Oh, nein. Oh, ah, nein. Oh, nein. Oh. Er geht halt weg. Man kann nicht nach. Oh, oh, oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Fliege ich? Fall ich? Nein, ich bin doch oben. Hä? Fliege ich? Fall ich? Oh Gott. Ich hab doch gebremst. Komm, Mike. Löst die Bremse. Nein. Komm, du willst es doch auch. Warte. Nein. Ah, ich seh nichts mehr. Nein. Oh, irgendwas singelt da. Ey. Ach Mann, schon wieder durchgefahren. Nein, das nein. Nicht so, oh, tschüss. Da noch selber runtergefallen. Wer steht hier? Das ist Jan. Oh, Alter. Ah, Jan blinkt sich einen kaputt hier. Was ist hier los? Ja, sobald man, solange man kein Gas gibt. Ah, ah. Durchgefahren. Schade, dass keiner durchgefahren ist. Oh, nein. Weil man drückt schon die Bremse. Nein, wenn man Mann, wieso fahr ich immer durch? Oh, nein, 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 nein. Oh, komm nein. Schon, Thomas, gib Gas. Nein, 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 haut ab, ey. Nein, du schießt mich runter. Ich schieß mich runter? Nein. Oh, ich glaube, ich fliege. Nein, ich stehe. Nein, oh, nein, oh. Ganz lang durchgehalten, aber... Im Endeffekt, wo stehe ich? Oh mein Gott. Oh, eine Ego-Perspektive, echt... Nein, nein! Oh, was ist jetzt? Oh nein! Oh, was war das denn? Juhu! Meine Damen und Herren, Sie sehen, wie Ihnen schlecht wird. Boah, das ist widerlich, ey. Wenn man so fällt. Nein! Oh nein. Ich häng fest. Ich hab's irgendwie... Ja, warte, ich helf dir. Oh, ich hab eine Platin-Auszeichnung Drehwurm gekriegt. Ja. Jürgen hat er mir auf die Plattform zurückgeholt. Nein! Oh! Oh! Oh nein! Überschätzt. Ach, rausgeflogen. Nein. Dreck. So, was ist hier los? Wo seid ihr? Oh. Ist noch jemand? Ja, tatsächlich. Kommt Jungs, ihr wollt das doch. Nein! Oh, dann war ich zu schwach. Gegen zwei kommst du nicht an. Tschüss! Nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ey, ihr müsst mal, wenn ihr runterfallt, die ganze Zeit nach rechts oder links drücken, dann kriegt ihr auch eine Auszeichnung. Ich hab eine Platin-Auszeichnung bekommen, also. Das bringt 800 Erfahrung. Ich hab mich einfach nur die ganze Zeit um die eigene Achse gedreht. Wie hieß die? Wie hieß die? Grobe irgendwas. Alles klar. Boah, was ist denn neben explodiert? Nein, nein, was ist jetzt los? Oh. Ich hab irgendwie. Was? Was? Ich versteh's nicht. Oh Gott, ich steh. Oh nein, oh nein! Sauberer Abgang. Nach links oder rechts drücken? Okay, ich sag mal nach links oder rechts. Und du hast dich um die eigene Achse drehst, wie eine Fassrolle halt. Oh, fast auf den Hund. Nein! Am besten auf den Füßen landen. Ich bin im Pool gelandet. Ich bin im Pool gelandet. Sau cool. Das hab ich mir gerade angeguckt, lustigerweise, genau in dem Moment. Wie kann man denn in den Spectator-Mode gehen? Ich glaub nur, wenn du beendet hast das Rennen, oder? Ja. Hat schon jemand beendet? Tatsächlich, ja, Lukas beendet. Komisch, im Pool hat er sogar in Third Person umgeschaltet. Nein. Bin ich gerade alleine hier? Was ist hier los? Fischer 88 ist wieder da. Oh, er ist böse. Er will mich schubsen. Ah, nein! Oh, wer schubst mich da? Oh, nee, nee, nee! Oh, alles klar, dann mach ich's halt weiter. Juhu! Nein, wer schubst mich denn da hinten? Verdammt. Oh, ich darf mich noch drehen. Auszeichnung. Grob überschlagen.
Oh, ich hab sogar gelandet. Oh, ich komm da nicht an gegen. Ich helf dir, wo bist du? Dankeschön. Oh, nein. Oh. Ey. Nix da. Nächstes. Geh weg. Nein. Da steht noch einer, da steht noch einer. Hol dir. Nein! Was ist? Ich bin gefahren. Oh. Oh. Oh Gott, das ist so ekelhaft. Oh, irgendwie hab ich's gelandet. Oh, da ist. Alter, da ist gerade bei mir einer gelandet. Nein. Oh. Nein, nein. Oh, oh, oh. Oh! Oh! Oh, komm. Man muss die Karte aufschrauben, wenn ich jetzt verstehe. Oh! Oh, ist meine Karre so scheiße? Nein! Nein! Das liegt nicht an der Karre. Oh, das segelt ein Auto. Ich habe gerade ein Auto gesehen, das da auch runtergefällt. Ich weiß nicht, wie hoch ich bin. Wie weit muss ich denn noch fliegen? Oh, da ist die Straße. Oh mein Gott. Jan? So eine Trophäe bekommen. Ei. Für was hast du eine Trophäe gekriegt? Weiß nicht, muss ich einmal gucken. Wahrscheinlich für drei. Genau. Was hast du? Hast du gerade ein Platinauszeichen bekommen? Ja, hab ich. Alter, du rettest dich aber. Kann sein, dass du die 30 voll hast. Ja, hatte ich eigentlich schon vorher schon, weil ich auf der PlayStation 3 alle Trophäen hatte, aber die wurden hier nicht mit übernommen. Du musst mit einem neuen Charakter starten, dann kriegst du alle. Ah, okay, dann mach ich das mal. Irgendwann. Das war's bei mir so. Nee, ich habe ein paar Missionen gemacht und dann ging ein paar Trophäen zumindest. Ja, ich stehe immer noch hier oben drauf. Wie ging das denn? Wieso ist keiner mehr hier oben? Doch, da ist jemand. Neben mir. Er versucht irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Den Königseckrotter zu schubsen. Nein, und nein. Und tschüss. Nein, und tschüss. Sieht cool aus, wenn dein Auto so auf der Kippe steht. Der springt absichtlich. Freiwillig meine ich. So, dann gehe ich jetzt auch mal runter. Puh. Das ist widerlich, wenn man so komisch fällt. Nein. Du hast es nicht geschafft. Ich bin auf dem scheiß Hausdach gelandet. Fuck. Auf dem Scheißhaus? Auf dem Scheißhaus. Oh, ich hab's irgendwie überlebt. Alles klar, weiter geht's. Ich mach das Rennen mal zu Ende. Wo bin ich denn hier? Hä? Parkplatz. Ich bin beim Union Depository. Kann ich ja mal ausrauben, das Ding. Oh. Alter Schwede. Ego-Perspektive ist schon schick gemacht, ne? Aha. Finde ich überhaupt nicht. Was? Ich meine, es ist schwierig zu fahren. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich finde es schick gemacht, also vom wie es aussieht, ist cool. Was findet ihr an der Ego-Perspektive gut? Ja, also ich finde nur gut, dass sie da anscheinend übelst viel Arbeit reingesteckt haben, weil sie einfach mal jedes Auto von innen nochmal modellieren muss. Ja klar, aber ich meine, würdest du, wenn du es jetzt nochmal im Singleplayer spielst, in der Ego-Perspektive spielen? Ja, ich habe die irgendwie, also die Ballereien habe ich halt öfter mal in der Ego-Perspektive gespielt, aber... Waren die besser? Das ist schon ein anderes Feeling irgendwie, ist schon irgendwie geil. Also es ist nicht besser, aber es ist anders und das macht es ja schon ganz gut eigentlich. Okay. Aber ansonsten, ja, fahren finde ich sehr gewöhnungsbedürftig.
Das ist nicht im Vergleich irgendwie, wenn man in einem Rennspiel in der Ego-Perspektive, ja, oder Cockpit, oder? Ja, nee, also das auf gar keinen Fall. Oh. Aber ich meine, das GTA hat ja auch eine ganz andere Fahrphysik als die meisten anderen Rennspiele. Das ist ja dann auch schon mal. Aber ja, nö. Wenn man in der sonst. Ja. Bitte nochmal. Soll einfach näher an die Sachen ran. Ja. Hat so an irgendwelchen Stellen oder so. Wenn du jetzt irgendwie U-Bahn hochstellst oder so. Ja, ich find's einfach in der Ego-Perspektive, wenn man immer Shooter gespielt hat, wie Call of Duty oder so, kann man überhaupt nicht vergleichen damit. Nee, klar. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist schön und gut, aber zum Spielen eigentlich eher unpraktisch. Ja. Also du spielst eher in der Third Person? Ja, ja. Unpraktisch trifft er ganz gut. Bei dem Shooter, also wie wir miteinander Team Deathmatch gespielt haben, jemand in der Ego-Perspektive gespielt? Nee. Nö. Aber ich find's gut, dass man das einstellen kann, dass man nur Ego-Perspektive macht, weil ich habe eine Map gemacht, so ein normales Deathmatch, wo es in der Ego-Perspektive besser rüberkommt als in der Third-Person-Modus. Weil im Third-Person, da bist du sofort, dann kannst du sofort jeden sehen, sozusagen. Mhm. Und halt bei meiner Map, die ich erstellt habe, ist so ein wie Art Paintball-Map. Und da, ich sehe nichts, ich weiß nicht wohin. Ist richtig doof. Ja, du kannst wieder runterfahren. Oh. Am besten neu. Okay, aber so wie ich jetzt raushöre, ist zwar okay, ist schön, aber die meisten nutzen es nicht, oder wenn, muss es halt jeder nutzen, ansonsten wäre es unfair. Genau, richtig. Ja. Also halt einfach eine coole Ergänzung, um hier und da nochmal was anderes zu erleben, aber der Person einfach weg. Ja, aber ich find's trotzdem gut, dass sie es reingepackt haben. So. Wo ist das Ziel? Man sieht's einfach nicht. Oh, ich hab's gesehen. In der Ego-Perspektive kann man gar nicht zielen, ey. Der Fischer ist sonst so unterwegs. Ach, rennt ihr vorbei. Fährt einmal rund um Los Santos. Na Thomas, was ist denn los? Heute gewinnst du gar nicht. Nee, muss auch nicht sein. Oh, ich verabschiede mich mal. Jo. Alles klar. Okay. Bis Jan, dann. Was? Ich habe die Auswertung vom Rennen. Von gestern, vom Rennturnier, wo du auch mitgemacht hast. Ja. Du möchtest doch sicherlich hören, auf welchem Platz du bist. Also ich sag mal so, erster Platz ist Platin mit 125 Punkten, freier Modus. Ist Platin mit 125 Punkten. Auf dem zweiten Platz bin ich mit 121 Punkten. Auf dem dritten Platz ist Luke Room. Mit 56 Punkten. Dann kommt Jan mit 55 Punkten, also ein Punkt Unterschied. Und das letzte war quasi mit 44 Punkten. Jo. Gucke mal, Jan. Ja. Jo. Und hättest du mich nicht fünfmal weggerammt, wäre ich sogar vielleicht auf Platz 3 gewesen. Alles Lügen. Eine Mal bei dem Cross, da hast du mich weggerammt, ansonsten wäre ich Erster gewesen. Ja. Ja. Das war so. Das war so. Bestimmt, dann nehmen wir nicht ab. Okay, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wollt ihr noch irgendwas mit Destruction Derby mäßiges machen oder wollen wir jetzt schon gleich mit Hunger Games anfangen? Mit was anfangen? Hunger Games. Hunger Games. Was ist das denn? Da habe ich eine Map rumgespielt oder ist es auf Basis? Nochmal, ich hab's jetzt nicht verstanden. Da nur im Hangar rumgespielt. Haha, nein! Tusch bitte hier einbauen. Ja. Du. Was ist denn los? Der Ball ist nicht rum. Irgend so ein Verrückter. Ja, immer den Verrückter Mongo. Alter, verrückter Mongo. Junge! So ja, Thomas, ein Feuerball. Was wird denn da genau gemacht? Das ist ein Last Team. Das ist ein Last Team Standing, ja. Ich hab, welches Gebäude ist denn das? In der Mitte der Stadt ist das höchste Gebäude. Ich weiß nicht, welches es ist. Mainframe?
Maze ist Bank, das die Maze Bank? Ja. Ist das wirklich das höchste Gebäude? Ja, genau. Umso sternförmig ist, ne? Mhm. Ja, genau. Und da habe ich den Mittelpunkt gesetzt und da drum 1 Kilometer. Und alle starten an der Grenze. Also es gibt dann 4 Teams, weil mehr ging leider nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es geht, dass man sagt, immer 2 Spieler in einem Team, aber leider funktioniert das nicht richtig. Und dann ist. 8 Leute, 4 Teams? Ja, dann hast du 2, aber wir bleiben ja nicht 8. Luke geht und Jan geht. So, genau, Maze Bank, da bin ich gerade. Exakt, das ist der Mittelpunkt. Und 1 Kilometer drumherum, halt im Umkreis. Und nur bei der Maze Bank gibt es Waffen. Das heißt, man muss zur Maze Bank, um die Waffen zu holen. Man startet nur mit dem Kanister, mit diesem Benzinkanister. Mhm. Und auch bei der Maze Bank gibt es Autos. Es gibt bei jedem Teamstart gibt es halt auch 2 SUVs. Hey. Aber ansonsten gibt es halt keine Waffen. Man muss sich die in der Mitte holen. Ich weiß halt nur nicht, wie es ausbalanciert ist, weil ich es einfach in alle Himmelsrichtungen verteilt habe. Alter, da ist irgendwer in die Maze Bank reingeballert.